Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Orpheus, für alle, die mich noch nicht kennen. In diesem Video heute geht es um das wichtige Thema Bewässerungssysteme. Wie machen wir das? Wir haben schon mal ein Video vor 2-3 Jahren aufgenommen. Das verlinken wir euch hier oben. Da könnt ihr mal reinschauen. Es hat sich jedoch bei uns in den Jahren entwickelt, was sich da verändert hat. Ein paar Ideen, Anregungen, das alles auch, was wir in Bezug auf heiße Sommer machen, findet ihr jetzt hier in diesem Video. Wir freuen uns drauf. Nach dem Intro geht's los. Los geht's. Bevor wir gleich einen kleinen Rundgang machen und uns die drei Bewässerungssysteme, Tröpfchenbewässerung, Handbewässerung und auch die Tunnel anschauen, wollte ich kurz unsere Gedanken, Ideen mit euch teilen, und zwar bezüglich unseren aktuellen Bewässerungssystemen. Wir haben uns da ein bisschen an der Steadfast Farm in den USA angelehnt. Das ist eine Farm, die in der Wüste oder in einem sehr wüstenähnlichen Klima, sage ich mal, arbeitet und Gemüse anbaut. Und da haben wir uns gedacht, weil wir hier auf einer Südfläche sind und auch in einer Region Deutschland, wo es nicht so viel regnet, was auch, glaube ich, die kommenden Jahre auch vielleicht weiter so sein wird, haben wir uns da angelehnt, uns da Sachen abgeschaut, vor allem die Tröpfchenbewässerung und dann auch ein paar andere Aspekte, die wir mit euch jetzt teilen möchten. Von dem her auch, bevor es in den Kommentaren richtig abgeht, also uns ist wichtig, das immer im Kontext zu sehen, welches Bewässerungssystem in welchem Kontext passt, also in welcher Region ihr seid, auch mit dem, wie möchte ich es langfristig oder kurzfristig. Da gibt es Unterschiede eben auch in der Qualität von den Bewässerungssystemen. Da braucht ihr schauen, was in eurem Budget möglich ist. Wir haben wirklich ganz low budget angefangen und jetzt in unserem fünften Jahr konnten wir uns eben eine teurere Lösung anschaffen, und das hilft uns, in den heißen Sommern etwas entspannter zu sein. Das Bewässerungssystem steht soweit. Wir freuen uns drauf, das mit euch zu teilen, und wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr das gerne auch am Schluss unter dem Video kommentieren. Von dem her würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Grundbewässerung oder unsere Hauptbewässerung, was hier im Garten ist, und zwar das ist dann die Tröpfchenbewässerung. Zum Thema Tröpfchenbewässerung haben wir es so gemacht, dass jeder unserer Blöcke, wir haben insgesamt 7 Freilandblöcke, einen Anschluss, einen Wasseranschluss hat. Und woher kommt dieses Wasser? Bei uns ist es so, wir haben einen Brunnen bohren lassen, der mit unserer Solaranlage genug Strom hat, dass die Pumpe betrieben wird. Und das bedeutet, wir bevorzugen es auch zum Thema Bewässerungszeitpunkt während der Mittagszeit laufen zu lassen, weil wir da am meisten Strom haben. Würden wir da nicht so viel Strom haben oder wären wir ans Netz angeschlossen, würden wir da andere Zeiten wählen. Nur vom Kontext her, Solaranlage gibt super viel Sonne im Laufe des Tages, wenn die Sonne scheint, wie jetzt gerade. Deswegen bewässern wir jetzt da auch. Und zu dem Thema Blöcke, wir machen es so, dass wir die Blöcke bewässern mit einer Tröpfchenbewässerung, und das startet alles hier. Das heißt, die Leitung kommt jeweils an einem Bewässerungsblock raus. Wir haben dann die Leitung, die hier rauskommt. Anschließend haben wir dann unseren Bewässerungscomputer hier dazwischen gestellt. Hier kann ich dann einschalten, ob er geschlossen ist, ob er offen ist oder auf automatische Bewässerung. Wir haben jetzt unsere Bewässerungscomputer so eingestellt, dass sie jeden Tag eine halbe Stunde laufen. Nacheinander jeder Block. Es beginnt um 11 Uhr und hört um 16 Uhr auf. Und das sind eben unsere Zeiten, wo wir am meisten Sonne haben oder wo auch am meisten die Anlage dann auch gut laufen kann, weil so eine Pumpe verbraucht Strom. Deswegen hier so der Bewässerungscomputer. Man kann auch unterschiedliche Einstellungen einstellen, zweimal täglich, dreimal oder jeden zweiten Tag, wie auch immer. Und dann ist es so, dass wir dann zwei Anschlüsse haben. Das ist wichtig für uns, einmal unseren Hauptanschluss mit einem 1 Zoll Schlauch, wo dann unsere Tröpfchen Bewässerung abgeht zu jedem Beet, und die gucken wir uns gerne mal an. Also es ist so, da gibt es so eine Schelle, die wird dran gemacht, ein Loch gebohrt, dann ein Verbindungsstück, ein Hahn, den ich auf und zu machen kann. Und was sehr praktisch ist, ich kann jederzeit dann, wenn ich das Beet dann abräume, wir sind jetzt hier bei der Lehmdecke, hier zumachen, hier aufdrehen und den Schlauch dann eben abmachen, absetzen, weil für die Beetvorbereitung, das ist halt das Thema bei einer Tröpfchenbewässerung, dass wir dann da den Tropfschlauch wegbringen brauchen.
Es ist ein bisschen Arbeit, jedoch spare ich mir halt dadurch Wasser, weil ich über Tröpfchen bewässere und gerade an Flächen, wo es windig ist, viel Sonne scheint und dann auch an Schräglagen ist Tröpfchenbewässerung super hilfreich. Deswegen machen wir das. Ansonsten, wir haben 3 Schläuche pro Beet, 3 Schläuche mit 30 cm Abstand, Tropfabstand. 1,6 Liter die Stunde und von dem her halbe Stunde lassen wir laufen. Ich glaube, das sind so 8 Liter pro Beetmeter, den wir dann täglich bewässern. Vor allem dann, wenn es eben 30, 35, 38 Grad hat und 12 Sonnenstunden. Also wir gucken da auch schon. Das ist ein System, was wir zwar automatisch schalten, jedoch passen wir das an. Wenn wir sehen, eine Kultur hat schon zu viel Wasser, gehe ich hin. Und das Schöne ist, ich kann auch einzelne Beete rausnehmen aus der automatischen Bewässerung. Einfach Hahn zumachen, das geht recht schnell. Und so kann ich dann die Tröpfchenbewässerung gut nutzen. Und dementsprechend, wenn nach einer Beetvorbereitung, nach der Pflanzung, machen wir die Tropfschläuche wieder drauf, drehen zu, Wasserhahn an und dann kann das laufen. Es war, ich glaube jetzt schon so, kann man mit 40 Euro rechnen pro 16 Meter Beet, was das an Kosten sind. Und das ist schon mal auch dieser Nachteil, sage ich mal, von der Tröpfchenbewässerung. Er ist, wenn man ein langfristiges System möchte, auch teuer. Das Geld braucht man erstmal erwirtschaften in den ersten Jahren. Deswegen haben wir das jetzt erst seit unserem 4. Jahr. Jedoch sind wir sehr zufrieden, gerade weil wir auf einer windigen Fläche sind. Viel Südhang und wir haben die erhöhten permanenten Beete, die trocknen auch nochmal schneller aus. Und so viel dann zu dem Tropfrohr. Was dann auch hier ist, sage ich mal, dass es wir haben Bändchengewebe drunter gelegt, 75 cm Holzhäcksel auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Anschlüsse, dass die nicht im Beet sind, weil das eben ein Stück braucht, bis der erste Tropfer dann kommt. Und das ist für uns so auch eine Möglichkeit, Sandsäcke abzulegen. Also genau, sehr arbeitssparend. Der andere Anschluss, das gucken wir uns gleich auch oben an. Hier haben wir einfach noch einen zweiten Anschluss, den wir nutzen für die Handbewässerung. Und zwar ist es wichtig, die Pflanzen, die Jungpflanzen vor allem nach der Pflanzung gut anzugießen. 2, 3, 4, 5 Durchgänge, gerade wenn man trockenen Kompost nutzt. Und das machen wir mit unserem Schlauchwagen. Und das gucken wir uns dann jetzt gleich an. So, wir sind beim Schlauchrollwagen angekommen. Zwar wollte ich noch sagen, eben der Bewässerungscomputer läuft zwar automatisch, wenn ich jedoch die Pumpe anmachen will, kann ich es einfach machen, dass ich hier auf aufmache und dann kann ich auch jeden Block einzeln handbewässern und brauche nicht immer den Bewässerungscomputer umstellen. Was der Vorteil ist von der Schlauchrollwagen, nenne ich das Ganze, dass ich dann beim Gießen teile ich mir die Beete ein, dass ich dann ein Drittel habe. Und dann mache ich links, rechts Bewässerung an. Hoppa, bewässere. Hopp, das quietscht dir. Hier sind Radieschen drunter. Wir haben sie sehr gut angegossen und dann mit Folie zugedeckt. Das heißt, ich würde das Beet hier halb, also ein Drittel hier und das zweimal. Und da ist wichtig, einfach einmal ein bisschen schneller drüber gehen, dass der Boden, die Poren sich öffnen. Das habe ich, glaube ich, auch in dem Video von vor 2 Jahren gesagt. Und dann gehen wir nochmal drüber. Wenn ich dann hinten angekommen bin, ich kann es dir mal zeigen. Hinten gekommen, lasse ich den Schlauch einfach liegen. Die Handbrause kann nach vorne laufen. Ich kann sie hier auch ausschalten, dass nicht so viel Wasser verschwendet wird. Und dann gehe ich vorne hin und dann heißt kurbeln. Auf die Plätze kurbeln, los. Das heißt, vorsichtig sein dann, dass ich mir den Schlauch wieder zurückrolle. Und das Coole ist bei dem System, dass ich dann den Schlauch sozusagen hier mir dran mache. Wir haben auch jeweils einen Sandsack als Beschwerung hin. Und dann kann ich mir den Schlauch lösen an dem Anschluss und diese Schlauchrolle ganz einfach von einem Block zum anderen Block hin transportieren, wo ich es brauche. Und das macht es einfach einfacher, wenn man so Schlauchrollwegen hat. Gerade schont es die Arbeitskraft oder die körperliche Kraft. Wir haben am Anfang die Schläuche gerollt von einem zum anderen Block und so ist man einfach viel schneller und es ist auch aufgeräumt. Ich kann hier Rasen mähen, habe das einfach an einem Ort, wo ich sehe und ist einfach optisch auch etwas schöner, wie wir finden. Langfristig wollen wir das vielleicht auch für uns so erklären, dass wir Aussaaten und auch Jungpflanzen so
angießen, dann würden wir hier die Arbeitszeit sparen, dass wir so kleine Minisprinkler haben. Also das ist noch etwas, wo wir entwickeln möchten oder nicht entwickeln, uns zulegen möchten, sag ich mal. Ich glaube, es gibt so kleine Wobbler, wo man 4 Stück hat und die 4 Beete abdecken, weil viele Pflanzungen sind 2 Beete oder auch 4 Beete, die wir machen oder aussaaten. Das wäre dann sozusagen, was man hier noch ein bisschen Zeit einsparen könnte. Dann soweit zur Handbewässerung. Gucken wir uns noch einmal in die Tunnel an, wie wir da die Bewässerung machen, wie es dort aussieht. Gut, wir sind jetzt hier bei den Gurken im Gurkentunnel. Da haben wir es auch so gemacht, dass wir dasselbe Prinzip haben wie auch draußen im Freiland, dass ein Bewässerungscomputer dran ist. Wir haben die Tröpfchenbewässerung, wir haben eine Handbewässerungsmöglichkeit hier und zusätzlich zu dem haben wir einen Schlauch, der über die, also in Mittelverlängerung geht vom Folientunnel und dann diese sogenannten Mikrosprinkler, die dann von oben auf dem Tunnel dann runterhängen, 30 cm und die machen einen wunderschönen Bogen, dass wir jetzt hier die 5,50 Meter Breite gut ausnutzen. Und bei diesen Mikrosprinklern gibt es auch nochmal eine verschiedene Farbenformen. Einmal die nach unten sprühen, zur Seite oder nach oben den Sprühnebel werfen. Und wir machen das hier bei den Gurken einfach mit diesem Aufsatz, rot, weiß, blau wie Frankreich, dass wir sagen, wir nutzen das, das klappt wunderbar bei uns und wir können dann täglich oder bei heißen Tagen hier die Sprenkler oder Mikrosprüher anmachen und das hilft eben gegen Spinnmilben, dass da einfach die Gurken ein bisschen Feuchtigkeit bekommen, die mögen das sehr gerne. Und auch im Frühjahr, im Herbst, das darf man nicht vernachlässigen, ist im Tunnel einfach auch viel Neugepflanze, ausgesät, Radieschen, Spinat, was es da alles gibt. Und dann sparen wir uns in den Tunneln die Handbewässerung. Und das ist auch lukrativ interessant und es macht einfach super schön gleichmäßig den Tunnel bewässernd ist. Und von dem her mögen wir sehr in den Tunneln dann diese Mikrosprüher, ich sag mal, was sind das, 200 Euro für unseren 16 Meter Tunnel. Das vielleicht so als Kostenanreiz oder Überlegung auf jeden Fall. Und das wäre dann auch noch eine zusätzliche Option, wie wir unsere Beete in den Folientunneln bewässern. Gut, dann würde ich sagen, das war es soweit mit dem Thema Bewässerung. Ein kurzer Einblick für euch. Ich hoffe, es war etwas Spannendes dabei. Ihr konntet was Neues dazulernen. Wenn nicht, gerne unten in den Kommentaren könnt ihr eure Fragen stellen. Was habe ich vergessen? Da ist sicher irgendwie was mit dabei. Ansonsten bedanke ich mich sehr bei Sarah, die hinter der Kamera war, dieses Kamerading gehalten hat mit einem Lächeln, mit einer Freude. Vielen Dank, Sarah. Und ansonsten, wenn euch das Thema interessiert und ihr einen eigenen Markgarten losstarten möchtet, haben wir auch in unserem Online-Kurs eben diese Bewässerungssysteme gezeigt, wie wir sie auch installieren, weil das ist auch eine Frage, wie machen wir das? Da haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, falls ihr da den nächsten Schritt auch machen möchtet in Richtung eigene Markgärtnerei, da findet ihr sicher mit dem Online-Kurs viel Hilfe und Inspiration. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr es bis hier hinten hin geschafft habt. Euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, viel Lachen, viel Regen, wenn ihr braucht, gute Ernten und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Aufheers.